die Herde Hirnbärzel vom 25. Juni 2023. Ich wollte diesen Namen nie mehr erwähnen, weil dieser Mensch mittlerweile hat er seine blödsten Aussagen alle zurückgenommen und jetzt ist er voll auf der Klimaschiene. Im Augenblick hat er ein Hitzeschutzgesetz entworfen oder natürlich entwerfen lassen von irgendwelchen Lobbyisten und morgen will er es vorstellen. Man muss vielleicht ein bisschen dazu lesen, was da in der Passauer Neuen Presse drin geschrieben steht. Einen nationalen Hitzeschutzplan zum Schutz älterer und kranker Menschen vor Hitzewellen. Hitzeschutz ist Lebensschutz. Alte Menschen, Pflegebedürftige, Vorerkrankte, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die sich beruflich und privat viel im Freien aufhalten, sind gefährdet, wenn Hitzewellen über Deutschland rollen, sagte Lauterbach, der Bild am Sonntag. Es müsse aufhören, dass jedes Jahr tausende Menschen den Hitzetod sterben. Und dann hat er Klimakonzepte, Hitzekonzepte für Kliniken, Pflegeheime und Kommunen. Also man muss sich wirklich fragen, jetzt haben wir ein paar warme Tage und er tut das so, als wenn wir in der Wüste Sahara leben würden. Die Leute fahren den Urlaub in warme Länder und er macht daheim so ein Theater. Es ist eine reine Ablenkung von der verfluchten Politik, wie es zurzeit abläuft. Von der Kriegshetze, von den Hafer-Corona-Toten, die aber durch die Impfung verursacht worden sind, für die er mitverantwortlich ist. Er ist der Oberpropagandist. Und jetzt tut er, als wenn er sich um Hitzetote scheren darf. Sowas von Heuchelei, das ist ja nicht mehr zum Überbieten. Und mittlerweile haben wir die Sommersonnenwende überschritten, jetzt geht es wieder am Winter zu. Jetzt gibt es noch ein paar Wochen, ein paar schöne Tage, wenn wir Glück haben, und dann wird es wieder saukalt. Und dann müssen wir Angst haben, dass uns nicht frühst, weil sie unsere Energieversorgung zerstören haben lassen. Naukend vor denen, die es gemacht haben. Jetzt soll sogar das Gasfeld in Holland, in Gröningen, was weiß ich, 30-40% unserer Gasversorgung beliefert. Das sollte auch geschlossen werden. Und er redet von Hitzetoten. Also da haut es da wirklich einen Vogel raus. Also da weiß man wirklich nicht mehr, was man überhaupt noch sagen soll dazu. Aber alle fahren auf dieser Klimaschiene mit. Selbst die von mir in letzter Zeit oft gelobten AfDler, die da scharfe, intelligente Reden im Bundestag halten. Ich werde manchmal gefragt, ja, was passt mir denn nicht an der AfD? Ich habe noch keinen getroffen, der dieses Klimanarrativ, wie es heißt, überhaupt in Frage stellt. Es heißt immer, ja, wir haben recht für Klimaschutz, aber nein, es gibt keine menschengemachte Klimaerwärmung. Wenn, dann nur im regionalen Bereich durch riesige Monokulturen, die Felderling dann 8 Monate brach, ist eh klar, dass er das erhitzt. Durch Städte, die wie Backofen sich erhitzen. Natürlich ändert sich das Klima. Es hat sich geändert, seit dieser Planet besteht. Und es wird sich so lange ändern, wie er besteht. Nur hat es nichts mit einem Treibhauseffekt zum Tor. Das CO2 erfüllt diese Funktion nicht. Es ist eine reine Lüge, die da global verbreitet worden ist. Und mittlerweile hat es den Status einer Religion angenommen. Ein Beispiel, das man fast nicht glauben möchte, ein niedersächsischer Landtagsabgeordneter von der CDU, der hat jetzt gefordert, das Anzweifeln des menschengemachten Klimawandels strafrechtlich zu verfolgen.
Das Unfassbare ist ja, dass dieser Glaube an den Klimawandel, der ja unsere ganze Gesellschaft zerstört, ja diesen Planeten radikal verändert, dass der den Status eines Evangeliums bekommt, also er hat Religionsstatus. Immer wenn sowas passiert, dann muss man sich den Gedanken gefallen lassen, dass damit irgendwas vertuscht werden soll. Also zumindest im Klimabereich ist es eindeutig, da wird eine Lüge zum Credo erhoben. Und wer dagegen argumentiert, der soll strafrechtlich belangt werden, sollte sich dieser CDUler dort durchsetzen. Unglaublich. Wir haben auch heuer wirklich ein paar schöne Tage gehabt, aber die waren zum Teil auch saukalt, weil ein Wind gegangen ist, ein eisiger. Die wenigen wirklich Hitzetage, wo man 30 Grad erreicht in manchen Landesteilen, die kannst du nicht mehr sagen, auf einer Hand abzählen. Es waren höchstens ein, zwei oder drei. Und wenn nur ein paar dazu kommen, freuen wir uns. Früher hat man halt hitzefrei gekriegt in der Schule, wenn es zu warm geworden ist. Und dieselben Leute, die vor 2 Jahren noch, letztes Jahr noch, die Kinder mit Masken in der größten Hitze in die Klassenzimmer sitzen haben lassen oder im Hof haben sie nicht einmal runter da dürfen. Die scheint jetzt von einem Hitzeschutzplan. Ja, was müssen wir uns ein neues bieten lassen? Aber nochmal zum Thema. Solange die AfD nicht den Schneid hat, zum sagen, ja, es gibt überhaupt kein Klimaproblem und das CO2 ist das nützlichste Gas auf dieser Erde, ohne dies gab es keine Vegetation. Aber alle tun mit, ja, wir haben wir doch eh. Gerade eben habe ich gelesen, dass Deutschland die Einfuhr von Biosprit aus China verdoppelt hat. Also hunderttausende Liter aus dem bevölkerungsreichsten Land der Erde wird Biosprit nach Deutschland eingeführt, um die Klimabilanz zu erhöhen. Also da haut es da einfach einen Vogel raus. Da werden Industrien nach China überführt und in die USA. Denen ist es wurscht. Die bauen dort 300 Kohlekraftwerke im Augenblick. Und wir wollen unseren Klima-CO2-Plan übererfüllen, indem wir da von draußen rein importieren. Das ist genauso schrecklich wie die Hamburger Grünen, die ein neues Kohlekraftwerk eher auf Buschholz aus Afrika umgestellt haben. Ja, sind das lauter Narrische? Oh mei, also manchmal denke ich mir, ich reg mich nicht mehr auf, weil das hat eh keinen Wert. Die haben alle total. Aber dafür ist man auf der Welt. Ich möchte nicht einmal, dass einmal Kinder, wenn sie einmal dahinter kommen, was heute gelaufen ist, einmal sagen, ja, der Vater hat auch nichts gesagt. Der Vater hat Zeit gehabt, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ja, also es ist schrecklich. Und ich wollte noch einiges sagen, ach ja, zu diesem Aufstand der Wagner-Milizen in Russland. Schon der Machiavelli hat in seinem Fürst, in seinem bekannten Werk, den Fürsten geraten, nicht auf bezahlte Soldaten zu setzen. Denn die sind unzuverlässig. Die wollen ja Geld von denen, wollen möglichst nicht getötet werden, ist eh klar. Und die drängen sie auch nicht danach, irgendwo wirklich in einen Kampf zu gehen, wo sie keine Aussicht haben. Die kämpfen nur, wenn sie wissen, dass sie hundertprozentig gewinnen. Und in Russland hat er jetzt anscheinend ein paar anderen mehr geboten, dieser Wagner-Truppe. Im Augenblick scheint es wieder entspannt zu sein. Der
weißrussische Präsident hat er Asyl angeboten und der Putin hat gesagt, sie werden nicht verfolgt. Der Chef von dieser Wagner-Söldner-Truppe war übrigens der Koch von Putin einmal. Also es ist alles sehr verworren. Aber für einen Außenstehenden schaut es aus, als wenn im Zusammenhang mit diesem Defender-Luftmanöver, diesem größten, in Russland eine Revolution angezettelt werden soll. Und dieser Wagner Söldnerführer mit seinen Truppen da in Rostow am Don, die er schon eingenommen hat, Richtung Moskau marschiert. Also Kriegsführung gegen Russland, innen wie außen, draußen steht die ganze NATO bereit. Die ukrainische Armee scheint da keinen Stich mehr zu machen. Der Kerl scheint gegessen zu sein, aber wir wissen schon wirklich, was vorgeht. Naja, auf jeden Fall ist alles, es scheint, Ablenkung von wesentlichen Geschehnissen. Ernst Wolf, der Wirtschaftsautor, wird ja nicht müde zu betonen, dass das Geldsystem am Ende ist, global, und dass tiefgreifende Veränderungen bevorstehen.